Da bin ich. Mit dem Gewitter oder so. Mal gucken, was uns heute hier so erwartet. Ah genau, ich hatte beim Editen der letzten Folge ist mir aufgefallen, ich habe den falschen Boden und die falsche Tapete hier für dieses offensichtliche Badezimmer vergessen. So baue ich das hier nochmal schnell mit ein. So, kopieren, einfügen, mehr ist es nicht. Zack. Also, da sie ja jetzt meine Frau ist, hat sie ja auch gewisse, ich hätte jetzt fast Bedürfnisse gesagt, aber nee, die sind ja unwichtig, hat sie ja gewisse Verpflichtungen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, Daniel sollte erstmal was essen, bevor ihr irgendwelche anderen Sachen startet. Haben wir noch Essen? Natürlich nicht. Oh Mann. Darf ich keine Grillkäse-Sandwiches machen? Weiß ich nicht. Ah, muss ich nicht. Okay. Das wäre jetzt eine riesige Umstellung gewesen, hätte ich keine Grillkäse-Sandwiches mehr machen können. Das hätte das ganze Playthrough aus der Bahn geworfen. Sie will jetzt irgendwas essen? Nee, sie will auch kochen. Nee. Und jetzt trägt sie das Essen irgendwo hin. Also ich will ja nicht sagen, dass ich diese Frau hasse, aber... So schnell geht das. Leandro will auch kochen. Hört doch mal auf. Jetzt packt er das da hinten. Also, ne? So langsam bereue ich hier dieses Playthrough. Also ich glaube, die waschen immer im Badezimmer ab, weil das von der Distanz her näher ist als die Küche. Warum auch immer. Die Sims haben echt keine Ahnung, was sie tun. Ja, das könnte vielleicht erklären, warum Leandro immer so viel Energie hat. Aber das ist jetzt das einzige Mal, dass ich ihn hier Kaffee trinken sehe. Sie wirft das Essen hier rein und geht dann aber hier hin, um den Teller abzuwaschen. Hm. Dann muss ich vielleicht das Ganze ein bisschen optimieren. Dann machen wir das so. Vielleicht lassen die dann das Badezimmer endlich mal in Ruhe. So, Daniel sollte... wie immer das Programmieren lernen. Und sein Buch hat er auch immer noch nicht fertig geschrieben. Also eigentlich hat er am meisten immer zu tun. Und Leandro muss ja irgendwie immer nur jeden Tag bei der Arbeit auftauchen und das reicht dem Boss schon. Oh, Daniels Programmieren levelt auch gleich wieder auf. Vielleicht kann er dann endlich mal anfangen, ein Videospiel zu kreieren. Also strategisch gesehen, wenn ich diese Tür zum Bad einfach wegnehmen würde, dass da eine Wand ist, dann wäre ja der kürzeste Weg hierhin. Weil die müssten ja sonst von hier den Extraweg dann hier reinlaufen. Hm. Ich glaube, das mache ich. Leandro wird sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, dass die Tür auf einmal weg ist. Dann ist da auch Platz in der Ecke. Also man könnte da vielleicht eine... Huch! Leo hat einen Lifestyle. Close-knit. Also, weil er wahrscheinlich so eng mit mir zusammenlebt.
Ah, Daniel muss auch gleich arbeiten. Oder muss er jetzt schon? Ja, stimmt, er muss jetzt schon. Ja, programmier schneller. Muss sie da nicht eigentlich auch zur Arbeit? Zur selben Zeit wie er? Ich glaube. Oh, jetzt kann er eine App programmieren. Ein Videospiel ist dann wohl das nächste Level. Oh Mann, ey. So, wenn die beide auf Arbeit sind, dann kann ich ja Leo eigentlich ins Bett schicken. Damit die Zeit schneller rumgeht. Achso, vorher sollte ich aber Daniel sagen, wie er arbeiten soll. Daniel könnte also flirten auf Arbeit. Okay. Wie gut macht er sich denn gerade? Ja. Ja, wenn er Glück hat mit hart arbeiten, schafft das vielleicht. Leo wird angerufen. Ach, Summer Holiday. Das hätte ich niemals erratet. Erraten. Hilfe. Aha, sie hat es im Nachhinein also rausgefunden. Aha. Dass Leo sie gepickpocketet hat. Und boom. Daniel wurde... Oh, sie wurde befördert. Sie ist jetzt ein Open Mic Seeker. Aha. Oh, und Daniel ist auch befördert worden. Er ist jetzt ein Projektmanager. Also sprich, er muss in seinem Leben jetzt nie wieder programmieren. Er hat 700 bekommen und den Hipster Hugger. Ja. Der Hipster Hugger ist eine Couch. Toll. Und was ist das hier? Achso, das hatte sie bekommen. Ja, fast genauso aus wie unsere Couch, nur ein bisschen gammeliger. Gibt aber auch Focusing 2 Punkte. Kann ich das? Ja, ja, warum nicht? In die Gamer-Ecke damit. Und ihr Ding wird direkt verhökert für 100. Sie hat hier kein Eigentum. Hä? Ich habe jetzt einfach auf OK gedrückt, okay. Wir haben jetzt eine Frau weniger, sie ist jetzt tot oder so. Kann Daniel die Situation ausnutzen, ist die Frage. Wo ist sein Telefon? Was kann man damit machen? Er kann ein Foto mit seinem Mobiltelefon machen. Perfekt. Das wird direkt im Internet gepostet. Perfekt, würde ich sagen. So. Ab ins Bett. Also diese Tonja ruft sie aber auch immer jeden Tag an. Nee, sie darf nicht vorbeikommen. Das sabotiert nur meinen Spielfluss hier. Daniel schläft aber auch tief und fest. Joe Gates hat einen Fisch identifiziert. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich bin auch gerade was am Identifizieren. Ja, eine Frau in ihrem natürlichen Outfit. In ihrem natürlichen Habitat, in der Küche. Oh, ich habe nur umarmen gesagt und die küssen sich direkt. Egal, erstmal was essen.
Also ich meine, die ganzen Charaktere können sich gerne mal irgendwie Kleidung anziehen oder sowas, aber... Höchst romantisch, das Ganze. Serenade, singt er dann oder sowas? Cool. Oh. Es ist mir hier ein bisschen zu viel Wasser in dem Raum. Der Leandro macht alles kaputt hier. Oh Mann, ey. Ja, die Männer und ihre vorzeitigen Wasserergüsse oder so. Ist der Harndrang halt einfach zu stark hier. Da kommen die beiden nicht gegen an. Ah, Leo war zuerst fertig. Nein. Na gut. So, einfach mal weiter mit der Frau flirten. Mal gucken, was da schon Tolles passieren kann noch. Ich glaube, die Dusche muss auch mal repariert werden. Aber ich glaube, das schafft Daniel nicht alleine. Ich glaube, er braucht dafür Hilfe. Ah, Leandro wird fitter, während er am PC sitzt. Höchst unrealistisch, okay. So, mal gucken, wie gut sie mir dabei helfen kann, die Dusche zu reparieren. Ich glaube nämlich, die Tür ist irgendwie so ein bisschen kaputt oder so. Also, ne, so sollte der Türmechanismus halt nicht funktionieren, aber... Ich bin auch kein Experte für Duschen. Gut, dass ich die Tür da weggenommen habe, sonst könnte man zu viel hören oder so. Im nächsten Raum. Ich glaube, die Dusche explodiert gleich von der Reibung. Ja, Dusche erfolgreich repariert. Ich glaube, Daniel geht zum allerersten Mal in die neue Etage. Naja, erstmal reinigen nach dieser dreckigen Aktion. Ich sehe aber, Daniel ist ein bisschen müde. Könnte schlecht sein. Ah, und ich habe ihn auch schon wieder nicht programmieren lassen für seinen Job. Aber es wirft mich halt immer so ein bisschen aus dem Rhythmus, wenn die wirklich jeden Tag arbeiten müssen. Da habe ich ja gar nicht Zeit für seine Freizeitaktivitäten. Ist ja fast schon Social Commentary für das wahre Leben. So, muss die andere nicht auch arbeiten? Sie muss auf jeden Fall auf Toilette. Oder hat sie heute frei? Ah ja, nee, in 8 Stunden erst, okay. So, und Leandro geht es gut. Dann kann er ja sein Opfer mal wieder hierher bestellen. Er hat 12 Stunden, um ein bisschen gemein zu sein mit ihr. Ist aber auch komisch, dass sie halt zustimmt und wirklich rüberkommt, wenn er sie anruft. Als hätte sie noch nichts gelernt. So direkt gemein sein. Schon zeigen die sich die kalte Schulter. Oh Mann. Der nächste Schritt ist dann immer direkt normal weiterreden irgendwie. Intimidate? Das klingt doch nach einem Date.
impliziere, dass ihre Mutter ein Lama ist. Ja, natürlich. Direkt auf Mutter. Oh, ich kann sie bedrohen wegen seiner Karriere. Okay, das ist natürlich nice. Ich weiß ja jetzt nicht, wie bedrohlich er rüberkommt, aber... mit seiner Feuerunterhose. Okay, er ist nicht sehr bedrohlich. Dann wird jetzt gekämpft. Die Frau macht das Klo sauber. Perfekt. Ja, Leandro hat gewonnen. Nice. Und jetzt ist er confident. Und sie freut sich immer noch. Oh Mann. Los, und jetzt beklau sie, nachdem du ihr die Rippen gebrochen hast. Ah, wie viel kriegt er? 70. Oh, sein Meilenstein ist fertig. Na, endlich. Oh boy, jetzt muss er 25.000 verdienen und 20.000 angespart haben. Oh, die kämpfen wieder. Das habe ich gar nicht ausgewählt. Noxious Cloud. Ich glaube, ich weiß, was das bedeuten soll. Er furzt richtig laut und dann tut er so, hast du gefurzt? Also, Leo kann man aber auch nicht erschrecken, ne? Ihre Schwester möchte vorbeikommen. Nee, ihr werdet euch nie wiedersehen. Ask what Summer's problem is. Nee. Declare enemy. Was macht das denn? They are now enemies. Bedeutet das jetzt, dass sie einmal weniger pro Tag vorbeikommt, oder? Ich habe mit ihr trotzdem noch eine Romance-Funktion, obwohl wir Feinde sind. Ja, okay. Pickup line, here we go. Ach, jetzt hat sie auf einmal kein Interesse mehr an ihm. Aha. Das sehen wir noch. Rekindle the romance. Wie macht man das denn? Jetzt hat er Mischief. Hä? Ich habe die ganze Zeit Romance-Option ausgewählt und dadurch ist sein Mischief gestiegen? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich versuche einfach mal noch ein bisschen Romance. Remember common interests. Als ob ihr sowas hattet. Also, jetzt wo ich Romance mache, mag sie halt auf einmal nicht mehr. Ne? Das bedeutet nur eins für sie. Der Tod. Aber okay, Daniel ist von der Arbeit zurück. Und er ist wieder komplett im Arsch. Wurde Daniel befördert? Nein, er ist immer noch ein Projektmanager. Ich glaube, ich sollte ihn programmieren lassen. Ich glaube, ich lasse ihm dann auch einfach mal eine App machen. Vielleicht schafft er die schneller als sein Buch oder sowas. Der andere ist immer wieder sehr wütend, aber das kann ich auch nachvollziehen. So, Leandro muss auf Toilette. Ganz wichtig. Oh, Leandro hat anscheinend wohl irgendwann mal wieder den Mülleimer umgekippt. Cool. War ja gut, dass Leandro confident ist. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber wird schon Gründe haben. Haben wir nichts mehr zu essen. Ah, okay, dann muss Leandro irgendein Quick Meal essen. Wie wär's mit Cornflakes? Und sie ist wieder da und hat uns $200 verdient. Summer Holiday sagt, sie muss jetzt gehen.
Viel Glück. Aber er hatte jetzt irgendwie auch die Option zu demanden, dass er eine Beförderung kriegt. Oh, er kriegt dreimal Fokus, weil er eben ein Workaholic ist. Oh, oh. Oh, alle ihre Flirt-Optionen sind ein bisschen schwieriger. Stimmt, das war ja einer ihrer Perks. Ask a completely inappropriate question. Das hört sich gut an. Dafür muss er extra aufstehen. Nee, er bringt den Teller weg. Und Leo hat 700 verdient. Oh boy. Apropos Buggy-Interaktion. Meine Frau wird immer fetter. Na, erfährt er das jetzt auch? Perfektes Badewetter. Also man wird so oder so nass. Daniel ist very playful, okay. Sie ist auch playful, Die beiden passen ja vielleicht doch ganz gut zusammen. Ja, und sie ist für zwei. So sieht sie halt auch aus. Was? Sie will nicht mit ihm flirten, während er nackt ist? Warum das denn? Ja, er spielt da wie so ein Kleinkind im Wasser und sie... Oh, Lerno wird angerufen, während er schläft. Oh. Sein Boss ruft ihn an, nur um ihm zu sagen, ja, diese Summer Holiday, scheiß auf sie. Wo ist die eigentlich? So, Daniel könnte ja jetzt endlich mal anfangen, seine App hier zu programmieren. Program und Make Mobile App. Da bin ich mal gespannt. Spino? Ja, Fruz. Ich glaube, sein Buch wird in diesem Playthrough auch nicht mehr fertig. Ja, so ihre Leisten sind komplett voll. Ich kann sie nicht anrufen. Okay. Merkwürdig. Gerade mal zu einem Viertel fertig mit seiner App. Oh Mann. So, wenn Leandro jetzt aufgegessen hat, müsste er sich als nächstes um seinen Spaß kümmern. So, wie geht's denn Summer Holiday hier? Ja, also
Anscheinend möchte sie hier nicht mehr sein, so wie sie aussieht, aber... Achso, das hier ist übrigens der die Sauna, die keinen Ausgang und Eingang besitzt, aber eine Kamera und einen Spiegel. Ja, ich weiß nicht, was das hier impliziert, aber... Oh Mann. Perfekt. Und Cut. Apologize? Na gut, das versuchen wir mal. Nicht? Na gut. Dann komm mal mit, ich muss dir was zeigen. Also die Musik kann natürlich nicht passender und dramatischer sein. Aber egal, wir haben Wichtigeres zu tun. Achso, ja, hier sind, Dinge und Sachen. Komisch, also anscheinend macht es nicht mal Spaß, diese Kamera zu benutzen. Dann habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wofür die gut sein soll. Aber ja, ich habe Summer Holiday hier runter gelotst und auch irgendwie habe ich dann aus Versehen die Tür verkauft. Und Sims sind dann nicht mehr in der Lage, entsprechend abzuhauen. Selbst mit Telefon, um dass sie um Hilfe rufen könnten. So, was macht Daniel denn Spannendes? Sogar schon fast fertig, okay? Dann lassen wir ihn das noch beenden. Bevor ich alles beende.
Leo wird schon wieder angerufen. Der Chef möchte mit Leandro zum Romance Festival. So viel dazu. Leo ist ja in der Lage, auch irgendwie nach einer Promotion zu fragen. Wahrscheinlich über Handy würde ich jetzt einfach mal raten. Muss ich dann irgendwie mit dem Boss interagieren vielleicht? Ich meine, ich könnte ihn hier einladen, aber die Gäste haben es hier generell nicht so gut, in mein Haus kommen. Ich finde es auch super, wie die Fenster hier oben immer so einen Spalt haben. Ich glaube nicht, dass das intentional ist. Aber was weiß ich schon. Ach so, nee, er war nicht fertig. Das war sein Programmierskill. Er ist nicht mal... Nee. Na doch, ein Viertel fehlt ihm noch. Schafft er das noch, bevor er verhungert? The Chance of a Lifetime für Jo auf ihrer Arbeit. Sie könnte Fame bekommen, also berühmt werden und promoted werden. Dann machen wir das einfach mal. Na, sie ist jetzt Level 1 ihrer Celebrity-Karriere. Sim Idol Rug. Okay, hat sie bekommen. Okay. Perfekt. Ah, er hat seine Mobile-App fertig. Ah. Ich würde erst lustig sein und es X nennen, aber den Witz hat schon jemand gemacht. So, Leandro arbeitet natürlich hart. Daniel streckt sich erstmal nach dieser harten Arbeit. Oh. Leo signed up to smash his way into the target. Surprise Attack oder Sneak? Angreifen natürlich. Performance gain small. Sehr gut. Und ich sehe auch gerade, Daniel ist auch ein Celebrity Level 1 geworden wegen seiner App. Weiß ich nicht, ob man das verdient, aber ist okay. Ich meine, ich könnte ja ein gütiger Gott sein und sie rauslassen. Sie hat mit mir in einem Bett geschlafen. Das ist aber unchristlich. Vor allen Dingen, das war ja fest als Leandros Bett eingestellt. Also als seine Seite zumindest. Dass sie sich dann da einfach reinlegt, ist schon ein bisschen dreist. Leo wurde nicht befördert. Traurig. Jetzt rufe ich nochmal seinen Chef an. Um dann von ihm zu verlangen, dass er gefälligst befördert wird. Weil vorher will ich die Folge nicht beenden. Er schläft. Goddammit. Muss ich die Folge wohl so beenden? Boah, alles im Haus hier ist am Stinken. Beeindruckend. Ich würde aber sagen, damit beende ich nicht nur die Folge, sondern auch das ganze Playthrough, weil das halt immer ein bisschen viel Arbeit hier ist. Bye.